Ja, dann starten wir mit der Aufzeichnung. Fabian Wegmann am Start, Jan Grönewald am Start. Moin Jungs, wie geht's? Moin Daniel. Alles Gut? gut. Alles Ja, bestens. sehr schön. Wir möchten heute eine Charity-Aktion vorstellen. Plan International und die Deutschland-Tour haben da was Gemeinsames aufgesetzt. Fabian in seiner Rolle für die Deutschland-Tour und Jan in seiner Rolle für Plan International. Könnt ihr beiden euch, vielleicht fängt der Fabian ganz kurz an, die meisten werden ihn kennen, mit schmerzverzerrtem Gesicht im grünen Bergtrikot des Giros. einfach kurz Brennen. vorstellen und mit euren Rollen aktuell da. Ja, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, Fabian Wegmann, war 15 Jahre Radprofi, bin jetzt seit 4 Jahren nicht mehr aktiv, und bin mittlerweile der sportliche Leiter der Deutschlandtour, auch Eschborn Frankfurt und Sparkassen-Münsterland Giro, und bin quasi so für die Organisation zuständig, für die Strecke vor allem der Deutschlandtour bin ich zuständig, also für die Streckenführung, und sitze dann hinterher bei den Profis im Führungswagen und leite das Rennen. Alles klar. Und auch bei der ARD sehen wir dich, oder? Als Kommentator. Genau, richtig, ja. Jetzt Wird heiß nächste Woche demnächst. mal jetzt bei der Tour de France auf jeden Fall, genau. Olympia werde ich auch machen, Deutsche Meisterschaft machen beim SWR. Genau, das mache Macht ich unter übrigens anderem auch. ganz großer Daumen hoch. Es macht echt Spaß, dir dazuzuhören. Machst du gut. Sehr gut sogar. Ja, vielen Dank. Doch, macht doch Spaß. Danke. Ja. Ja, Jan. Cool. Ja, ich bin Jan Grönewald, ich bin von Plan International. Wir sind internationale Kinderhilfsorganisation, die sich in über 50 Ländern in Asien, Afrika und Südamerika für die Rechte und den Schutz von Kindern einsetzt. Und da arbeite ich speziell im Team Sportkooperation und wir wollen halt eben mit Kooperationen und Partnerschaften und Aktionen eben wieder Challenge jetzt im Sport auf unsere Organisation, unsere Ziele und unsere Arbeit aufmerksam machen und da einfach die Strahlkraft des Sports für unsere Kinderrechtsorganisationen ausnutzen. Ja, wie kam es zu eurer Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, mit der Deutschlandtour? Wieso habt ihr euch gefunden? Also wir haben ja schon vor 2 Jahren, 2019, zusammengearbeitet, wo ja Plan das Bergtrikot präsentiert hat und wo wir uns auch gemeinsam für ein Projekt in Ghana eingesetzt haben. Und jetzt dieses Jahr haben wir eben überlegt, wie können wir denn eine Möglichkeit schaffen, wie sich auch die Radsportler und RadsportlerInnen selbst mit ihrer Leidenschaft fürs Radfahren für einen guten Zweck für unsere Projekte einsetzen können. Und so haben wir eben gemeinsam die Challenge ins Leben gerufen, wo eben die Grundidee ist, dass sozusagen die Teilnehmenden zwei Challenges zu meistern haben. Einmal die sportliche, nämlich die große Chance haben, als sehr exklusives Feld wenige Minuten oder 2, 3 Stunden vor den Profis auf die originale Strecke zu gehen. Da wird, glaube ich, auch Fabian auch gleich noch was zu sagen zu der Challenge. Und eben auch eine Spenden-Challenge, wo eben die Teilnehmenden, die Startenden in Zweierteams gemeinsam versuchen, das Spendenziel von 1.000 Euro pro Duo zu erreichen für ein wichtiges Projekt von uns in Tansania, wo wir eben dort vor Ort aktiv sind, um Mädchen und Jungen vor der Kinderarbeit zu schützen, da dort in Tansania fast jedes dritte Kind davon betroffen ist aktuell. Okay. Wollen wir die Ride, die Fahrt als solches, das Modell einmal kurz vorstellen? Frage vorweg an dich, Jan. Es gibt noch freie Plätze, wenn man als Zuschauer jetzt Lust bekommen hat, dort mitzumachen, oder? Genau, also die Plätze sind schon gut begehrt. Die erste Etappe ist schon ausgebucht, aber auf Etappen 2 bis 4 sind noch Plätze verfügbar. Also wer da Lust hat, sich an den Daten der Deutschlandtour eben vom 27. bis zum 29. August sind die Ja. letzten 3 Etappen mitzumachen, kann sich jederzeit noch anmelden. Okay, ich schaue gerade auf der Webseite. Zweite Etappe ist von Sangershausen nach Ilmenau, südliches Sachsen-Anhalt nach Thüringen, südliches. Dann von Ilmenau, dritte Etappe nach Erlangen und die vierte von Erlangen nach Nürnberg. Genau. Okay, und der Modus ist, das Zweierteam fährt. Das kommt das Spannende kurz vor den Profis, oder? Genau, also es sind insgesamt pro Etappe starten 10 Zweierteams, die als eine geschlossene Gruppe morgens am Originalstart ja,
wenige Stunden vor den Profis starten und eben die originale Strecke abfahren unter profiähnlichen Bedingungen. Also wir werden auch hinten einen Materialwagen mit dabei haben. Die Strecke wird noch nicht gesperrt sein, das ist nicht möglich, aber halt schon ausgeschildert sein, die Sprint- und Bergwertungen werden schon markiert sein, etc. Und da ist eben dann die Challenge zu sehen, ob man es unter den gleichen Bedingungen wie die Profis eben dann vor den Profis ins Ziel schafft, die natürlich einen Ticken schneller fahren werden. Aber das ist eben die Herausforderung, die sportliche Herausforderung an der Aktion. Und was würde passieren, wenn André Greipel von hinten anrollt? Ja, der Schnitt ist schon so kalkuliert, dass wir mit einem 28er Schnitt mindestens fahren werden. Von daher sollten sie da eigentlich, sollte es möglich sein, dass es vor den Profis ins Ziel kommen. Zumal ja auch vorweg noch einiges kommt, bevor André dann die Fahrer dann erreichen würde. Aber ich das bin ist ja auch noch da. Ich kann ihn noch einsammeln. Genau. Aber das ist eben auch die Herausforderung, dass man sportlich schafft. Aber gut machbar und auch Frauen sollen sich bitte melden, oder? Das kam noch mal so im Vorgespräch ein bisschen raus. Ich möchte natürlich Männer, aber wir wollen auch da mal Frauen sehen am Start. Genau, ich glaube, da kann Fabian noch was dazu erzählen, der ja letztes Jahr schon die Strecke abgefahren ist, dass es eine Herausforderung ist, aber auf jeden Fall für jeden machbar. Wir haben auch schon einige Frauenteams, die sich angemeldet haben oder auch gemischte Teams, Pärchen, die sich angemeldet haben. Also da kann Fabian vielleicht nochmal direkt erzählen, wie sich die Strecke angefühlt hat letztes Jahr und wie man es schafft, dass man eben nicht von Fabian auf dem Moped oder im Auto dann von hinten überholt wird. Ja, ein bisschen sollte man natürlich trainiert haben, aber ich bin die Strecke ja letztes Jahr bei Dein Ride abgefahren. Also dadurch, dass wir die Deutschlandtour ja 2020 auf 2021 verschieben mussten, haben wir aber trotzdem Dein Ride durchführen können, wo wir mit bis zu, ich glaube, 120 Leute waren wir zwischenzeitlich die Strecke abgefahren sind. Und da durfte ich mal selber, ich bin ja viel oft abgefahren mit dem Auto, habe mir die Strecken angeguckt und habe sie auch ausgesucht, aber dann letztes Jahr bin ich die 750 Kilometer doch komplett auch selber gefahren und habe ich mal gesehen, was ich da so verbockt habe. Also es geht schon rauf und runter, ja. Aber es war für alle machbar, also es sind alle ins Ziel gekommen, es war, obwohl es auch so sehr warm war, aber es war, die Strecke ist super machbar für jedermann und wir hatten auch viele Frauen dabei, von daher ist das für jeden was, ja, für jeden, der ein bisschen trainiert ist, machbar auf jeden Fall. Ja. Hast du persönlich eine Lieblingsetappe? Ne, sie haben alle ihren Charakter irgendwie. Natürlich, gerade die Schlussetappe in Nürnberg hängt mir so ein bisschen am Herz. Oder der Zielstrich ist auch da auf demselben oder auf derselben Straße, wie auch damals die Nürnberger Altstadt das Rennen war, selbe Rundkurs. Das Rennen habe ich mal gewonnen, da habe ich natürlich einen ganz persönlichen Bezug zu, von daher. Da wird es warm im Bauch, im Herzen. Das Profil, wer würde mir so als Rennfahrer, also taugen. Vier Jahre hätte mir das noch gelegen, ja. Wellig oder Ardennisch, oder wie kann man es bezeichnen? Ardennisch, ja, würde ich auch sagen. Also das ist schon... Also wir haben da Berge mit teilweise mal 20%, sind nicht lang, sind kurze, knackige Anstiege, aber es geht ständig rauf, runter, rechts, links. Also die Etappe, die hat schon wirklich auch in sich. Ja. Klar, die erste Etappe ist natürlich, geht extra für Greipel durch seine Heimatort, Rostock geht es auch durch. Cool. Das ist natürlich wesentlich flacher, das ist eher was für die Sprinter, aber ist für jeden was dabei auf jeden Fall. Ja. Kannst du, falls Zuschauer noch irgendwie so ein bisschen Fragezeichen haben, Thema Corona-Deutschland-Tour, wie sicher oder wie wahrscheinlich erachtest du die Durchführung der Deutschland-Tour? Oh, das ist schon sehr wahrscheinlich jetzt. Also wir sehen, dass die Inzidenz mittlerweile ist jetzt, glaube ich, deutschlandweit auf 17. Es geht bergunter und es wird immer mehr geimpft, auch wenn es nicht so schnell ist, wie wir es uns alle wünschen, aber ich glaube, das ist, oder ich gehe fest davon aus, dass es auch mit Zuschauern möglich ist. Also alles, was jetzt gezeigt hat, alle Radrennen, auch im Giro d'Italia, die mit Zuschauern stattgefunden und es hat gut geklappt, es hat gut funktioniert. Auch die Tour de France wird jetzt stattfinden, auch mit Zuschauern. Einzige Einschränkung wird wahrscheinlich noch sein, und das müssen wir dann gucken, wie die Auflagen auch sind, dass vielleicht der Start- und Zielbereich, dass da die Profis so ein bisschen abgeschirmter sind, also dass man da nicht
wie früher an die Busse wirklich reinkommt und jedem Profi da auf die Schulter klopfen kann. Das weiß ich noch nicht, ob das funktionieren wird. Aber sich an die Strecke stellen oder auch kurz vor Ziel oder kurz danach, das wird auf jeden Fall möglich sein. Aber es wird durchaus noch so diese Einschränkung geben, dass man nicht wie früher jeden Profi da umarmen kann und im Ziel empfangen kann. Ja. Aber da hat sich jetzt auch in den letzten Monat so viel getan in dieser ganzen Entwicklung, das kann man schwer absehen, aber ja. Ich sag mal, besser, man geht erstmal von dem aus, dass es nicht so sein wird und vielleicht haben wir ja auch Glück, dass das Corona weg ist und wir uns alle wieder umarmen dürfen. Gibt es für die Charity-Teilnehmer eine Möglichkeit, ein Autogramm sich abzuholen? Mit Sicherheit. Also sie kommen ja auch zum selben Zeitpunkt oder sie fahren kurz vorher los, sind dann halt auch vorher im Ziel und das werden wir auf jeden Fall möglich machen. Das wäre cool, ja. Okay. Ja. Sie haben dann auch im Zielbereich auch einen kleinen Bereich für sich auf der Expo, wo sie dann eben die letzten Kilometer des Profirennens verfolgen können. Ja. Von daher wird das da wieder ein schöner rundet das die ganze Etappe dann schön ab. Lass uns nochmal Thema abrunden. Zum Schluss kommt Thema Spenden. Wie funktioniert es dann für die Menschen da draußen, die sagen, ja, ich unterstütze das, ich finde das cool, Sport und was Gemeinnütziges, was Gutes kombinieren. Wie läuft das dann ab? Also ich würde ja auch mit unserem Ralf, gehe ich mit dem Ralf an den Start und wir erstellen später noch unsere Spendenseite. Kannst du mal kurz schildern, Jan, wie dann so die Abläufe sind? Genau. Wie das Geld dann auch nach Tansania zum Beispiel kommt. Genau, also im Prinzip läuft es so ab, dass man erstmal ganz normal über die Seite der Deutschlandtour anmeldet und im Anschluss erfolgt dann eben die Erstellung von einer eigenen Spendenseite bei uns auf der Seite von Plan International. Damit hat dann auch die Deutschlandtour nichts am Hut. Da kann man halt dann einen individuellen Text verfassen und ein Bild hinzufügen und mit dieser Seite kann man dann eben losziehen. Wir haben jetzt schon auch die ersten Teilnehmenden, die diese Spenden-Challenge erfolgreich geschafft haben und schon über 1.000, teilweise 1.400 Euro gesammelt haben mit ihrer Seite, weil man hat dann seinen individuellen Link zu seiner Spendenseite, den kann man dann über seine sozialen Netzwerke, über Messenger wie WhatsApp teilen, mit Freunden übersprechen und über diese Seite kann halt auch ganz einfach dann direkt gespendet werden. Und diese Spenden landen dann eben direkt bei uns bei Plan International und werden von uns dann eben direkt für dieses Projekt verwendet. Und auf dieser individuellen Seite sind auch nochmal nähere Informationen zum Projekt, also auch mit Beispielen, beispielsweise wenn ich jetzt 30 Euro spende, welchen Wert hat das in dem Projekt? Also ein Beispiel eben, da werden auch für GemeindehelferInnen Fahrräder angeschafft und man sieht halt eben, dass der Wert von einem Fahrrad sind ungefähr 70 Euro. Das heißt, da kriegt man dann auch so ein Gefühl, okay, wenn ich jetzt hier spende oder wenn ich meine Freunde oder Bekannte nach Spenden frage, was ist denn das ungefähr wert, was kann ich damit vor Ort erreichen? Ja, aber der Hauptzweck der Charity ist, gegen Kinderarbeit vorzugehen. Genau, also alle Spenden gehen in dieses eine Projekt in Tansania, wo wir eben da in Tansania das Problem der Kinderarbeit noch relativ groß ist, Bildungsangebote schaffen, auch andere berufliche Ausbildungen für die Kinder vor Ort schaffen, aber eben auch Aufklärungsarbeit sowohl in den Behörden als auch in den Betrieben machen, um eben das Problem zu lösen, weil dort ist noch das Problem, dass in der Region, wo wir aktiv sind, viele Kinder zum einen im Bergbau arbeiten, als eben auch in der Fischerei im Viktoriasee. Und da gilt es dann, dagegen anzugehen. Und beispielsweise werden dann auch Sportturniere genutzt, um die Kinder in die Schulen zu locken und dann eben Bildungsangebote zu schaffen. Oder wir haben auch auf der Seite, wo das Projekt beschrieben wird, ein schönes Beispiel, wie dann auch Mädchen und Jungen beispielsweise Näharbeit lernen, um Alternativen zu haben, um ihre Familien zu unterstützen, da eben sie ja meistens arbeiten müssen, da ihre Familien in Armut leben. Das ist nochmal sehr ausführlich bei uns auf der Seite geschildert, dass man auch wirklich sich überzeugen kann, wofür man eben diesen Spenden sammelt von dieser Etappe. Ja. Genau. Nur falls der eine oder andere jetzt Missverständnis, wenn ihr was spenden wollt, Leute, dann müsst ihr natürlich keine Spendenseite erstellen. Das wäre dann mein Part. Wenn ich mit dem Ralf an den Start gehe, dann machen wir diese Spendenseite und ihr dürft einfach dann einen kleinen Betrag, der euch am Herzen liegt, spenden. Ab 3 Euro geht's los, oder?
Ab 5 Euro geht's los. 5 Euro, okay. Und das ist dann ein ganz normaler Ablauf von der Spende. Das heißt, wer auch über eure Aktion oder eine Aktion von anderen Teilnehmenden spendet, erhält auch ganz regulär eine Spendenbescheinigung etc. Das ist dann der ganz normale Ablauf einer normalen Spende. Also da ist dann nichts, ist kein Unterschied zu regulären Spenden. Bis wann kann man mitmachen? Also bis wann darf auch gespendet werden? Also für die Spenden gibt es keinen Schlusstermin. Okay. Spenden werden da immer genommen. Anmeldeschluss für die Challenge, für die Teilnehmenden ist der 12. August. Okay. Oder eben, wenn schon vorher ausgebucht ist, wie bei der ersten Etappe. Von daher würden wir natürlich das schnelle Anmelden empfehlen. Aber ja. Das. Sehr cool. Dann, ich bin da sehr, sehr gerne dabei. Ich habe da echt Lust drauf und freue mich auf die ganze Aktion. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir da einige Euros zusammenbekommen. Kleine Benchmark für mich. Unser Freddy, der hat bei einem Double Everesting, glaube ich, 4.000 Euro gesammelt für ein Frauenheim in Moria. Irgendwie so, ein Frauenhilfsheim in Moria. Das wäre jetzt so, wer mich kennt. Das ist deine Messlatte. Die Messlatte. Okay, Abschluss. Fabian, Tour de France, deine drei Favoriten. Das muss ich dich einfach fragen. Roglic. Ganz klar, der hat sich super vorbereitet, ist für mich der absolute Top-Favorit. Pogacar und Ineos, das gesamte Team. Ja, die haben das. Gary Thomas. Die schicken gerade irgendwie das Real Madrid des Radsports dahin, oder? Ja. Also mit Roglic, mit Gary Gegenhardt. Port ist Port. Super, Gegenhardt ist gut. Carapaz fährt auch wie unfassbar gut. Also die haben alle Möglichkeiten und da bin ich wirklich mal gespannt, weil die haben wenn die anderen beiden schlagen müssen, dann müssen sie auch die ganze Firepower da reinhauen und müssen mal ein bisschen was riskieren, glaube ich. Weil 1-1 sind die beiden gerade, glaube ich, unschlagbar. Alles klar. Dann vielen Dank für die Zeit, Jungs. Hat mich sehr gefreut. Ich packe das Video, Sonntag, Montag würde ich schätzen, auf YouTube. Kommt noch ein bisschen Text dazu. Und alle Links, Leute, ganz, ganz wichtig, alle Links für die Charity-Aktion unter dem Video. Und wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Gell? Genau. Gut, dann. Super, danke dir. Danke, dann beende ich jetzt die Aufzeichnung. Alles klar, ciao.